Wavy time. Leute, es ist Wazy Time. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Yui. Ich bin Sora. Und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Heute machen wir nämlich Naruto-Rahmen ohne Naruto-Maki. Also eigentlich doch mit. Wir zeigen euch heute, wie man Naruto-Rahmen aus der Serie Naruto in vegan nachzaubern kann. Alles ohne Anleitung, einfach nur aus purem Bauchgefühl. Zuerst stellen wir euch vor, welche Zutaten wir dafür verwenden. Und dafür geht's jetzt ab in die Küche. Willkommen aus der widerlichsten Küche der Welt. Was wir jetzt überhaupt machen, ist die Naruto-Maki. Das sind ja eigentlich so kleine Fischrollen, keine Ahnung, wer so ist. Und wir machen das jetzt vegan. Wir nehmen dafür weiße Bohnen, werden sie metzeln. Und nachdem die Bohnen gemetzelt wurden, machen wir da kleine Paprikakringel drin. Und das wird auf jeden Fall funktionieren und super. Los, machen wir jetzt eine Masse. Auf geht's. Ich mach mal eins. Komm, gib Gummi! Volle Power! Mehr Energie! Maximale Energie! Ich glaub, da passiert nichts mehr. Ja, ich glaub. Gut so. Also, was beim Kochen immer ganz wichtig ist, wenn ihr Dreck gemacht habt, lass den einfach liegen, irgendwer anders kümmert sich schon drum. Was machen wir jetzt? Wir haben die Bohnenpaste. Und das verrühren wir jetzt mit ein bisschen Stärke und Weizenmehl Typ 405. Das ist ganz, ganz wichtig. Mehl ist teuer, Leute! Wird jetzt zu einem Teig gemacht, dann kochen wir das in so eine feste Konsistenz. Vielleicht können wir daraus diese Naruto-Makis machen. Tun wir hier mal in die Paste rein. Ich finde es auch gut, dass alles püriert wurde und dass keine Stückchen vorhanden sind. Das ist schon mal sehr gute Arbeit von der Person, die diese Aufgabe hatte. So, da tun wir jetzt ein bisschen Wasser rein, damit wir nichts verschwenden. Hier, Wasser muss da sowieso ein bisschen rein. Das ist zu viel. Meinst du? Nee, ich habe doch keine Ahnung. Kommt ja eh gleich stärker rein. Nee, das war zu viel. Hey, so sah deine Hose letzte Nacht auch aus. Das war nicht so. Und wenn wir jetzt Mehl reintun, da Klümpchen bilden, dann müssen wir aber erstmal, wir müssen das anders dann machen. Ja, nee, Stückchen drin wäre schlecht. Ein Lifehack von mir, brauchen wir ein Glas. Da tun wir jetzt ein bisschen Mehl rein. Da ist ein bisschen, was ist die Koksreste von letzte Nacht. Oh, warte mal. Gut, gut. Das ist ein guter Stoff. So, jetzt ist da kaltes Wasser rein. Ich hoffe, das war kalt. Also das ist auf jeden Fall heiß. Fühlt sich kalt an. So, jetzt rühren wir das zu einer gleichförmigen Masse, die dieser Masse sehr ähnlich sieht. Aber da ist ja wieder zu viel Wasser drin. Ja, aber es ist die Stärke, die macht das schon. Das ist eine richtig ekelhafte Bohnenmehlsuppe. Mist, das wäre eigentlich noch aufkochen. Weil dann wird es ja fest. Wegen der Stärke. Aha. Wow, wir lernen ja immer mehr dazu. Aber wir kochen das doch. Das war doch von Anfang an der Plan. Wir kochen das hier? War das jetzt nicht mega unnötig, dass du das Mehl da reingetan hast? Wenn wir da eh Stärke reintun? Nee, das wird jetzt, das muss ja zum Teig werden. Ah, du meinst ein bisschen Gluten, damit es ja schallert, ne? Ja. Also grob 2 Esslöffel sozusagen. Ja, kann man machen. Vielleicht hätte ich die Stärke mit demselben Prinzip machen sollen wie dem Mehl. Nee, ich find's gut, dass du das so anders machst. Das lockert auf. Und das kriegt die Yui zum Frühstück. Voll lecker. Das ist besser als das, was ich sonst kriege. Ja. Ich bin mal gnädig zu dir. Also sei weiterhin brav und halt die Kamera richtig. Ja, du stoßt. Schämst du dich eigentlich nicht? Für was?
Weiß ich nicht. Ich muss Pipi. So, sorry. Ja, ich sag ja, irgendwer kümmert sich immer drum. Ja. So. Was haben wir hier nochmal gemacht? Also wir haben jetzt Bohnen, weiße Bohnen genommen, die püriert, Mehl und Stärke nach Gefühl reingetan und ein paar Gewürze, so Salz, Pfeffer, worauf ihr Bock habt. Vielleicht nichts, was verfärbt, wird damit so weiß bleibt. Also es ist auch nicht mehr komplett weiß, eher so cremefarben, aber wir sehen ja nicht im Kunstunterricht. Und ja, jetzt haben wir hier so eine feste Masse. Und wir werden das gleich zu Klumpenform schneiden und dann braten. Und vielleicht klappt das, vielleicht auch nicht, aber dazu später mehr. Zuerst braten wir die Pilze. Wisst ihr, was man noch mit einem Topf machen kann? Ich beende diese Kochshow jetzt. Das wird mächtig schief gehen, das weißt du, ne? Ja, Pfanne schon mal viel zu heiß. Ja. Und was genau soll daraus jetzt werden? Ein Pfanne, ein dünn, ein, also so ein... That you, you had, you... Ein bisschen Platz. Ist ein bisschen am Struggle, ne? Ein bisschen Platz gedrückt muss der sein. Aha. Ja, sieht ja schon mal super aus. Ich glaube, der brennt schon an. Nee, das mache ich fertig. Da bist du zu... Oh, okay. Ja, guck dir das doch mal an. Das ist ja eine Katastrophe. Warum machst du denn auch nur einen? Mach doch mal mehrere. Schneller, hallo. Ja, wie findet ihr es? Also ich finde es echt gut geworden. Also ich finde, die sehen genauso aus wie Naruto Maki. Voll. What the fuck? Also die schmecken halt auch nach Fisch und so. Haben wir auch schon getestet. Also es ist aber lecker auch und gut und hat auf jeden Fall geklappt. Ja. Und ich freue mich, das in, du Ignorant. Und ich freue mich, das in meinen Rahmen einzuführen. What? Das ist übrigens, ich weiß noch gar nicht, ob ich das schon erklärt habe. Also da sind zwei Portionen drin, das ist die Brühe und die Nudeln schon mal. Und das ist natürlich auch vegan. Auch wenn die Fleisch drauf ist, das ist da ja nicht bei. Muss man heutzutage auch erwähnen. Und genau, das kann man jetzt so direkt hier machen und dann sind wir quasi schon am Essen. Ich filme von sicherer Entfernung. Das stinkt so hart nach Magnesiumtabletten. Und ich weiß nicht warum. Das sollte nach Sojasauce riechen. Es schmeckt, es riecht wirklich ekelhaft. Es riecht wirklich ekelhaft. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Ich will das gar nicht mehr essen. Ciao! Nach einem kurzen Schockmoment sind wir wieder da. Also er hat wirklich ein bisschen Faxen gemacht auch, ja. Ne? Also es ist jetzt auch ein bisschen schief, weil wir die Kamera neu hinstellen. Wir sind halt wirklich nicht im Fokus. Mhm. Ja, selber. Also es lief besser als das Plätzchen backen. Ja, das stimmt. Das können wir jetzt wenigstens essen. Vielleicht sollten wir nie wieder kochen. Na, ich finde, ein Weeb zu sein heißt... zu kochen, auch wenn man es nicht kann. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Ciao.